Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Karmesin. Wir sind hier im Menü und hier tauchen massive Pokémon auf. Ich habe ja gesagt, wir starten doch mit diesem Trainer hier. Ein Pro-Trainer oder ein Farmer? Hey, du bist wirklich ein Schüler der Akademie. Hast du schon von Team Star gehört? Ja. Das dickt da, das sah so aus, als wäre es dein Pokémon. Lieferant Ramon. Ramon. Hat einen Anton. Oh. Perfekte Kombi. Und da haben wir durch den Boden gesehen. Aber wir Döner-Schocken ihn erstmal. Das ist immer so ein Punkt. Wir sind. Oh, ich habe jetzt gar nicht auf das Level geachtet, aber. Wow. Was? Jetzt überleben? Nee. Ach, der hat drei Pokémon. Der Typ ist der erste. Ist einer der ersten Trainer, die mehr Pokémon haben, aber. Jetzt mal ohne Witz. Der ist Level 14. Das ist nicht so schwach. Okay, wir. Ah, zum Glück nicht mehr verwirrt. Das hat uns geholfen. Man war schon stark, aber das Pamo wirklich so schwach. Okay. Pampuli. Was war Pampuli? Keine Ahnung, was Pampuli war. Ich gehe mal auf Käfer. Also die Vermutung ist Käfer. Was war Pampuli? Wahrscheinlich auch ein Wasser-Pokémon. Wenn der schon einen Anton hat, dann wird der bestimmt mehr haben. Ah! Nicht viel besser, weil das ist ein Feuer-Pokémon. Unseres ist ein Feuer-Pokémon und der hat natürlich. Das ist auch so eine Sache, der hat kleine Pokémon und das ist. Also entweder bin ich jetzt gerade ziemlich unterlevelt, weil ich halt bei den Folgen eher weniger Ding mache, eher weniger Pokémon besiege, beziehungsweise so Random-Kämpfe mache, weil die gerade mehr aktuell zu lang dauern teilweise, oder als nächstes Mob-Tiff. Klingt irgendwie auch so nach Boden oder so. Also ich glaube, wir sind im. Ah, das ist das Ding. War das nicht sogar Gestein oder Boden? Das ist nicht so effektiv. Was war denn der dann? Unlicht. Ah. Hat nicht wirklich was. Oh. Ich habe natürlich das Falsche gewählt. Naja, falsch ist relativ, das war natürlich die schwächere Attacke, aber ich finde das schon krass. Also klar, jetzt läuft es gerade, jetzt ist es gut, aber. Okay, und wir haben das Pokémon vorher haben wir gewonnen mit dem Typ-Vorteil. Es ist halt blöd, dass wir. Ich finde es immer doof, ich mag es lieber, wenn die Pokémon so auf einer Stufe sind, weil ich dieses Teamstar nachgedacht habe. Alter, du bist ein starker Trainer. So, heilen wir's. So viel Heil-Items. Ich sollte die Autoheilung nicht vergessen. Können wir das eigentlich wiederbeleben? Na halt, warte. Das Pokémon Center ist doch, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Ja, ich würde am liebsten gucken, dass ich die Pokémon noch ein bisschen trainieren kann. Bevor wir jetzt hier weitermachen, weil ich habe so das Gefühl, wir sollten schon mal so. Und ich glaube, wenn wir Level 20 Pokémon haben, dann passt das. Aber ich habe das Gefühl, ich meine, der war gerade 14. Die meisten Pokémon sollten sich halt mal weiterentwickeln.
würde den wahrscheinlich sehr gut tun. So, wo sind die, nee, das sind die Hopspurs. Das sind mehr ihr Schafe. Ich hatte doch gerade eben, war doch ein... Was? Ach, oh je. Ach, das ist der Hamster. So. Ich hab hier mein, aber wenn ich hier stehe, ich sehe da ein Pokémon Center, ich sehe da ein Pokémon Center. Ist sehr weit verteilt. Schauen wir mal, was der Raid so sagt. Aber ich glaube, Raids müssen wir vorerst nicht machen. Das ist ein Unlicht-Pokémon. Aber ich weiß nicht. Oh, Einstern und Felino, das haben wir schon. Lustigerweise bekommt man halt dafür 500 Geldeinheiten. Nur fürs Reingucken. Irgendwo wieder hoch. Ich möchte da ungern runtergehen, wenn ich dann. Das sieht nicht mehr. Nicht mehr. Oh, ein Hornwiese. Ach du Heiliger. Ja, das ist wahrscheinlich wie das Makuhita, was wir mal hatten. Eins von diesen Pokémon, die du besser nicht angreifen solltest, bis du höher bist. Ist halt die Gelegenheit, dass man halt auch die entwickelten Pokémon trifft. Ja. Ich suche gerade noch irgendwas, was passend zum Trainieren ist. Hier ist ein Auto. So reingefahren, aber das zahlt die Haftpflichtversicherung. Wir wissen ja, jeder Pokémon-Trainer hat eine Haftpflicht. Kommen. Na, fordern wir den Trainer mal heraus. Machen, wobei das ist wahrscheinlich eine Serviererin oder Wirtin oder ja, eine Servicekraft. Werter Gast, dürfte ich Ihnen eine oh je, die hat Elektro-Pokémon. Serviererin. Ha, ich hab sogar Serviererin gesagt. Pichu. Das Gute ist, dass Tamo auch Schaufler hat. Ich muss mal nachgucken, was Tamo für einen für Ding hat. Weil es gibt irgendein Pokémon, das entwickelt sich erst durch Bewegung. Aber ich finde, das Problem ist immer, dass das im Pokémon, also im Spiel selber, hat man so gut wie keine Übersicht, wie sich die entwickeln. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier nachgucken könnte, wo ich einen Hinweis darauf kriege, wie sich das Pokémon entwickelt. Und ich meine, wenn es so ein komisches Ding ist mit, ja, ich muss laufen. Anlauf von den Dingen. Ich muss das irgendwie frei rumlaufen lassen. Dann ist das. Ja. Lass uns mal gegen die Hombi, gegen die Vadribi kämpfen. Das sind jetzt nicht so viel EP. Aber das geht halt schnell. Das finde ich. Hä? Seht ihr das? Da ist ein Fragezeichen. Ich meine, da ist nochmal ein Hornwiesel, aber hier ist ein Fragezeichen. Was hat das zu bedeuten? Hier blinkt doch irgendwas. Irgendwas unter oder über mir? Ja, da ist ein Fragezeichen. Aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Naja, also auf jeden Fall scheint hier. Oh Gott.
man dafür ein bestimmtes Pokémon oder brauche ich erst was auf dem hier? Brauche ich dafür irgendein Item noch? Warum wird das denn jetzt schon angezeigt? Das ist jetzt so. Aber seltsam, muss ich mal nachgucken. Da war ich schon, dazu will ich nicht, auf dem Handreise, das will ich nicht herausfordern. Aber schauen wir uns vielleicht mal die Arena an, dann können wir ja vielleicht gucken. Habe ich das nicht mitgenommen, aber wir gehen einfach mal rein. In Moldrit. Das hier ist Moldrit, ein herzhafter, klangschöner Name. Habe ich nicht recht, klingt so wie eine Olive schmeckt. Bin kein Fan von Oliven, ich weiß nicht. Ich habe eingelegte Oliven und Oliven probiert, aber das liegt mir nicht so. Wir können hier Oliven. Finde ich auch lustig, wir können keine Oliven kaufen. In diesem Ort. Hier kann man ein Eis kaufen. Also ich habe jetzt zumindest. Wir haben ja die ganzen Sachen jetzt in Erfahrung gebracht. Ne? Hier kann man rein. Ah. Sandwich-Zutaten. Kochschinken, Salat, Mayonnaise, Salz. Oh. Paprika Peak, so. So, wir kaufen mal für 5000 Paprika Peak, so. Das ist irgendwie teuer. Aber gut, wir schauen uns die Stadt mal weiter an. Hier haben wir Kulo Kulo. Kulo Kulo Kulo, Tarundel hüllen sich mit Fädenknollen, um sich vor Feinden zu schützen. Okay. Eine Laterne. Hier rein? Nee. Das ist auch was. Pokémon, ich kann nicht fremde Häuser. Und ich meine, in Gärten, das ist ja. Das im Real-Life ist so, in Gärten zu gehen. Wirklich. Also. Ich meine, da sind die Türen ja nicht abgesperrt. Oh. Ach, das ist das. Das ist ja lustig. Den kann ich natürlich nicht fangen. Das ist das Schmetterlings-Pokémon von XY. Vielleicht immer. Das schreiben wir mal auf, dann geht es ein bisschen schneller. So. Wie groß, also die haben hier schon ordentliche Häuser, muss ich sagen. Und auch ordentlich gepflegt. Oder sind noch mehr? Da sind zwei weitere. Das ist, und das sind die unterschiedlichen Formen. Das war ja der Punkt, dass man früher je nach Region wo man war, also Europa, Asien, glaube ich, war es. Also ich mag nicht alles richtig wissen. Oh, weil ich über die Mauer wollte, kriege ich gerade eine Szene. Wahrscheinlich, das ist die Pokémon-Arena. So. Die Leiterin von Moldaria City ist niemand anders als die kämpfende Konditorin Rona. Lass dich aber nicht von ihrem zuckersüßen Erscheinen täuschen und bleib lieber wachsam. Olivenfest in vollem Gange. Die Arena-Prüfung ist übrigens ganz offiziell Teil der Festlichkeiten. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen in die Arena, aber du bist unsere Nummer 1. Außerdem regnet es gerade, dann kann man da schon mal reingehen. Und dann schauen wir uns mal die Arena-Prüfung an. Ah! War zu erwarten, dass Nemila da ist. Wie, Annelie! Du bist also zu dieser Arena gekommen. Heißt das etwa, was ich denke, dass es heißt? Du willst die Arena ansammeln und dich per der Pokémon-Liga stellen? Logo?
Super! Ich wusste es. Gut, dass ich es dir vorgeschlagen habe. Bevor du gegen einen Arenaleiter oder Arenaleiterin oder einen Arenaleiter antreten darfst, musst du erst noch die Arena-Prüfung meistern. Diese Prüfung verläuft in jeder Arena anders. Also insofern informier dich am besten beim Empfang. Hier, die sind für dich. Denk an mich, wenn du deine Pokémon damit heilst. Oh, super Tränke. Ich lege das zu den 20 anderen. Ach, es freut mich total, dass du auch Champ werden möchtest, Anari. Ich kann es kaum erwarten. Also dann, halt dich ran. Ich bin so hibbelig, am besten kämpfe ich derweil einfach gegen all die Trainer, die es hier gibt. Okay. In die Offensive. Die Arena recht gut. Auf das Projekt der lauter von den. Das ist wahrscheinlich ihr Pokémon. Ihr stärkstes. Willkommen in der Arena von Moldrit. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer existieren. Dein Name ist Anari, sagst du? Ja. Bevor du dich der Arena-Leiterin messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Der Olivenbaum spielt eine bedeutende Rolle hier in Moldrit. Seit Generationen veranstalten wir daher das Olivenfest, um eine reiche Ernte zu erbitten. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du einen Ball, der einer Olive nachempfunden ist, ins Ziel rollen. Wenn dir das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Olivenernte beschert. Wende dich für Details bitte an das Personal vor Ort. Der Austragungsort für das Olivenrollen ist nördlich der Stadt. Ich markiere ihn dir auf deiner Karte. Viel Erfolg! So. Okay. Das ist nicht hier. Weird. Ich hätte erwartet, dass das in dem Ort ist. Also in der Arena, so wie dieses. Der Schafrollen, falls ihr euch erinnert. Jetzt merke ich gerade, das ist ja. Oder ich fahre hier einfach. Ach, das hier ist wahrscheinlich dann der Austragungsort für den Arena-Kampf. Aber der hat gesagt, nördlich von hier. Hallo? Ah, wahrscheinlich da. Es sieht sehr stark danach aus. Das sind Körbe. Ja, da, er passt. Links, rechts. Oh, verfehlt. Ich glaube, ich muss erst noch was aktivieren, oder? Ja, ich muss erst wahrscheinlich da hinten mit jemandem reden. So, das Olivenrollen. Willkommen zum Austragungsort für das Olivenrollen. Bei der Arena-Prüfung musst du einen riesigen Olivenball bewegen, indem du ihn kräftig anstößt. Hier geht es also um Muskelkraft und Ausdauer. Bewältige die verschiedenen Hindernisse und befördere den Olivenball ins Ziel. Gelingt dir das, hast du bestanden. Okay. Machen wir gleich. Großartig, dann sprich den Wunsch nach einer reichen Ernte aus und bring den Ball mit aller Kraft ins Rollen. Ein Fußballfeld, ich glaube, das ist ja cool. Oh, das fällt mir gerade jetzt auf. Wenn man im Korb ist, kann man da theoretisch gesehen Fußball spielen. Okay, muss ich laufen. Ich glaube, Laufen ist die bessere Variante. Wenn du gewinnst, kannst du eine Abkürzung. Oh! Ah, cool! Das ist ja was. Ich habe zwar schon abgekürzt, aber hey. Boah, die hat schon entwickelte Pokémon, ey.
Das ist Level 13. Das entwickelt sich schon so früh. Also, ich dachte... Okay. Also, es irritiert mich jetzt ein bisschen. Ich, ich meine, wir sind uns jetzt mal sicher. Wir kämpfen hier gegen... wie heißt... Käfer-Pokémon? Aber dass die gleich nicht gefilmt ist, das ist mir schon ein bisschen suspekt. Also ich hätte zumindest, ich weiß ja, dass sich Insekten-Pokémon meistens schnell entwickeln. Es gibt nur wenig Ausnahmen. Aber so? Es ist nicht besonders schwer gefallen, meine Wand aus Olion zu überwinden. Ja, ich bin einfach sogar zur Seite ausgewichen. Kann ich vielleicht nicht über diese Schräge da links laufen, sondern nur die Olive drüber bringen? Das ist vielleicht der Punkt. Oh ne, ich kann da auch drüber laufen. Das scheint mir doch eine Abkürzung zu sein. Abkürzung musst du dir erst verdienen. Ich find's cool, wie sie das gemacht haben, dass du im Prinzip die Typen gar nicht machen musst. Also gerade für jemanden, der sagt, boah, ich möchte einen Speedrun machen oder sowas. Oder wo du feststellt, keine Ahnung, Blutzug ist jetzt kein Pokémon, das ich als Gegner habe. Dann finde ich das voll cool. Aber es hilft auch dieser Open-World-Geschichte. Also wenn ihr mal bedenkt, diese Open-World-Sache, dass wir hier eh frei rumlaufen, dann hat man hier... also die ganze Sache mit den... gerade, um auf das Open-World zurückzukommen, jetzt, ich habe meinen Punkt wieder gefasst, die Tatsache, dass man ja bei Open World im Prinzip laufen kann, wie man will, und auch andere Wege nehmen kann, die wird einem hier freigelassen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, dafür waren die Prüfungen in der letzten, in Schwert und Schild, zumindest die ich gemacht habe, schon wesentlich... nennt man es Redcon? Oder geradliniger, würde ich mal sagen. Weil da hat man ja auch nicht mehr gemacht, du hast die Olion von einer Stärke überzeugt, ja. Da hat man ja auch nicht mehr gemacht, als eigentlich gerade durchzugehen. Mit den Schafen zum Beispiel, bei dem ersten, bist du auch nur gerade durch und hast zwar sagen können, okay, ich möchte gegen diesen Trainer kämpfen, ja oder nein, aber du hast nicht, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, du hast wirklich eine Wahl gehabt, sondern es war eher so ein, ja, macht das eine oder das andere. Bestanden. Ich finde es schade, dass es hier keine Art von Zeitrennen gibt. Weil dann macht es vielleicht Sinn, die Kämpfe zu überspringen und oder nicht zu machen und außenrum zu gehen, wenn man dann eher die Zeit einhält. Auch wenn es ein längerer Weg ist, weil so wie den Weg, wenn man den sich anguckt, der ist teilweise kürzer, wie jetzt so ein Pokémon-Kampf, besonders mit Pokéball werfen. Pokémon erscheinen, Attacke auswählen und so weiter. Dank dir dürfen wir uns wohl am nächsten Jahr auf eine reiche Ernte freuen. Du hast die Arena-Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Bitte sag am Empfang der Arena Bescheid, wie deine Prüfung ausgegangen ist. Und viel Erfolg im... Okay, das ist schon ein bisschen witzlos, wenn die sagen, ja, hier, ihre Arena-Prüfung, aber nein, wir sagen niemandem Bescheid, das müssen sie selber machen. Und dann noch so dieses, geben Sie bitte Bescheid. Oh, habe ich Knauborn hier jetzt geworfen. Gut. Ich denke mal, mich würde interessieren, wie standet ihr zu der Prüfung? Also ihr habt ja jetzt hier, ich fand bisher diese Event, also auch den Herrscher, fand ich beeindruckend. Also gerade, dass der Herrscher so eine Zwei-Phasen-Sache hat. Ich meine, es sind immer nur Pokémon-Kämpfe bei dem Herrscher gewesen, aber dass er dann irgendwie bei 30% gesagt hat, tschüss, ich bin dann mal weg und dann unten nochmal aufgetaucht ist, das hat mich überrascht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mich hat es überrascht und dann
weiß ich nicht, ob er stärker wiedergekommen ist. Es ist ein bisschen undurchschaubarer, aber hey, ja, denke mal, die Leute können feststellen, wie viel KP das Ding hatte, indem sie ein starkes Pokémon nehmen und dann mit Ruckzuck-Hieb und Sternenschau oder irgendwas arbeiten, was fix Damage macht, also die 20 und 40. Aber gut, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.